Ja, herzlich willkommen zu einem neuen GIMP-Tutorial. Und zwar werden wir heute ein Typography Basic Effekt erstellen. Das ist das zweite Tutorial meiner Typography-Serie mit Texteffekten. Und zwar werden wir heute diesen schönen Effekt kreieren, den ihr sicherlich kennt. Ganz viele kleine Wörter ergeben ein großes Wort. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir fangen an, indem wir ein neues Bild erstellen, und zwar mit 1024 an 768 Pixeln. Ihr könnt das natürlich noch größer machen, je wie ihr wollt. Und dann machen wir eine neue Textebene schön groß über das ganze Bild und schreiben ein beliebiges Wort rein. GIMP. So, das kopiere ich mir mal. So, dass wir das jetzt natürlich mit Leerzeichen her. So, dass wir das jetzt unendlich einfügen können. Entschuldigung, dass ich hier etwas erkältet bin. Auf jeden Fall füllen wir jetzt das ganze Bild mit dem Wort GIMP. Geht relativ fix, ihr seht jetzt hier. Hier passe ich nicht ganz raus, so sieht es schön aus, okay. GIMP. Wunderschön. Dann erstellen wir eine neue Textebene. Wenn die manchmal mit dem Textwerkzeug irgendwo anders als in diese Ebene klicken, einfach außen vor. Und da schreiben wir einmal nochmal GIMP rein. In dieses schöne Programm jetzt nicht hingehen. GIMP, wunderschön. Und hier ändern wir die Schriftgröße auf sehr groß. Und das muss schon eine sehr, sehr, sehr fette Schriftart sein. Ich würde auch sagen, dass wir das GIMP auf jeden Fall groß schreiben. So, nehmen wir mal eine andere Schriftart. Rock'n'Roll Extra Bold. Und zwar das kleiner, so dass es jetzt Bild passt. Problem ist jetzt hier nur, dass die Rock'n'Roll-Schrift sehr breit ist, aber nicht sehr hoch. Wow, schön. So, das passt jetzt schön ins Bild. Zack. Und ein bisschen. Jetzt gehen wir nochmal in diese Hintergrundebene. In den Bearbeitungsmodus. Machen hier die Schriftart mal ein bisschen kleiner. Und die Schriftart ändern wir auch auf Rockwell Extra Bowl, damit man es etwas besser lesen kann. So, jetzt gehen wir auf die große GIMP-Ebene und drücken da Rechtsklick, Auswahl aus Alpha-Kanal. Dann gehen wir in die kleinen Anführungszeichen-Ebene, drücken Ctrl E. Für die Mac-User, also der Befehl, um die Auswahl zu invertieren, Auswahl invertieren und dann einfach entfernen. So, Auswahl nichts auswählen. Jetzt können wir diese große GIMP-Ebene löschen. Und hier ist der Effekt, den wir wollen. GIMP. Wunderschön. Wenn wir das jetzt noch positionieren wollten, können wir natürlich alles machen. Wunderschön. GIMP. Ja, das war der Texteffekt, den ich euch heute gezeigt habe. Ich hoffe, ihr werdet einen Kommentar dazu mal los. Wenn ihr weitere
Tutorials wollt, schreibt einen Kommentar mit Anregungen. Ich freue mich auf jegliche Anregungen, Kommentare oder Fragen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.